So, Leute, ich mache jetzt eine Zuschauerfrage, da ich heute eine Facebook-Nachricht bekommen habe. Ich sollte doch mal ihn kurz erklären, weil er sich die ZV nachrüsten möchte, die gleiche, was ich habe mit diesem US-Sound-Modul. Ja, da mir das jetzt zu schreiben ein bisschen kompliziert war, habe ich gesagt, ich mache nochmal ein ausführliches Video, welche Kabelfarben von diesem Modul an dieses ZV-Modul ran muss. Also so sieht das ZV-Modul jetzt bei mir im Fahrzeug aus. Wie es bei euch aussieht, weiß ich nicht. Es gibt nämlich verschiedene Modelle. Ich erkläre das jetzt von meinem Modell, welche Pinbelegung was ist. Habt ihr diesen farbigen Kasten mit Gelb und Grün, dann ist es dasselbe wie ich habe und ihr könnt das so nachbauen, wie ich es euch jetzt erkläre. Dann zoomen wir mal auf dieses Skript und ich zeige euch mal kurz die Funktionen. Ja, dann sind wir jetzt hier angekommen und dann haben wir jetzt hier die verschiedenen Farben, welche Belegung was ist, steht auch hier oben nochmal erläutert, hier oben in dieser kleinen Ansicht. Es steht auch teilweise hier dahinter. Also ich kann es euch jetzt mal kurz so sagen, weil ich es ja schon auswendig weiß. Orange ist dieselbe Funktion wie weiß. Yellow ist ja natürlich Dauerplus. Dann haben wir hier nochmal Orange Black, Weiß Black, Yellow Black, Blue, Red, Black, Pink, Yellow und Green. Ja, wenn ihr das ZV-Modul anschließt, also hier gibt es zwei verschiedene Yellow. Die Black Yellow und das normale Yellow, also Gelb. Da steht dann auch hier, was beschrieben ist. Also ihr dürft das normale gelbe Kabel, wo kein schwarzer Strich drin ist, nicht mit anschließen. Das ist für die Komfortsteuerung für euren Kofferraum nochmal extra. Klemmt ihr das jetzt mit an diesem roten und an diesem Yellow Black an, dann kann es sein, dass euch das Modul durchbrennt. Hatte ich schon selbst die Erfahrung. Das lasst ihr dann einfach weg. Ihr nehmt einfach nur das rote und das gelb-schwarze. Das drillt ihr zu einem zusammen und schließt es an Dauerplus. Dauerplus gibt es in eurem Fahrzeug eigentlich wie Sand am Meer. Da müsst ihr euch mal gucken, wo ihr das abgreift. Ich habe es mir von diesem Modul abgegriffen. Müsst ihr mal mit Multimeter durchmessen, wo Dauerplus drauf ist. Gegebenenfalls Zigarettenanzünder oder ihr legt euch eine externe Leitung von der Batterie. Dann haben wir hier einmal Orange. Die Orangen könnt ihr eigentlich getrost weglassen. Orange und Orange Black könnt ihr wegmachen. Die sind eigentlich nur dafür da, wenn ihr eine komplett neue ZV einbaut und alle vier Stellmotoren ansteuern wollt. Die lasst ihr weg, weil die Funktionen haben genauso die gleiche Funktion wie die weißen und der weiß-schwarze. Ja, weiß ist jetzt hier oben beschrieben, ist jetzt schließen. Das heißt, ihr habt jetzt den weißen, möchtet an euer ZV-Modul anschließen. Da habe ich jetzt mal aufgeschrieben, ZV-Modul ist jetzt dieser Stecker. Da müsst ihr gucken, wo die Pinbelegung ist. Dann Pinbelegung 17 schließen. Dann nehmt ihr euch das Kabel, kauft euch von BMW noch diesen Pin zum Einpinnen. Die gibt es für ein paar Cent. Ansonsten fragt ihr mich, ich kann euch so ein komplettes Kabel zuschicken. Pin 17, weißes Kabel anschließen und dann ist das schon mal für Schließen angeschlossen. Pin 4 ist dann Öffnen von dem ZV-Modul und das ist natürlich dann das Gegenstück, das ist dann weiß-schwarz, es steht auch hier beschrieben und die, wie hier schon eine Schere abgebildet ist, die Orangen könnt ihr entweder abschneiden oder man kann die auch auspinnen von diesem Modul, dass die auch nicht mehr im Weg rumliegen. Dann haben wir das Grüne. Das Grüne ist für das Signalhorn oder zu ist für das kleine Sirenchen, was dabei ist. Das könnt ihr im Motorraum irgendwo fixieren, wo es halt nicht stört. Ich habe es links neben dem Luftfilter
Dann haben wir noch Blau. Blau ist Blinker. Die Blinkersteuerung habe ich hier auch mal aufgeschrieben. Ist unterm Lenkrad ein 12-poliger neutraler Stecker. Der sieht so aus. Ich habe jetzt hier meinen Blinker da liegen. Dann haben wir hier das blaue Kabel, das graue Kabel, Pin 3 und 6. Kabelfarbe 3 ist blau und 6 ist grau. Man sieht hier, da waren schon mal so eine ZV verbaut. Da habe ich das einfach abgezwickt und dann mit Lötverbinder wieder verbunden. Dann habt ihr eigentlich schon fast alles, was ihr wirklich anschließen wollt, angeschlossen. Der Rest, was da noch drauf steht, zum Beispiel dieses Yellow, Pink und sowas. Das Yellow ist ja für euren Kofferraum. Das Pink ist für das Window, also für die Komfortsteuerung, dass die Fenster mit hoch und runter gehen beim Auf- und Zusperren. Habe ich ausgepinnt. Yellow habe ich auch ausgepinnt, weil ich Kofferraum nicht einzeln ansteuere. Orangen habe ich ausgepinnt. Ich habe jetzt eigentlich nur die weißen, die blauen, dann die Rot und Yellow Black, Grün. Ja. Masse findet ihr ja unterm Handschuhfach, wenn ihr dann alles ausgebaut habt. Rechts oben ist hier dann so eine kleine Ringöse, da ist Masse. Da könnt ihr einfach mit dran gehen. Macht einfach einen Kabelschuh drauf mit einer Ringöse und dann schließt es an. Und dann müsste das eigentlich schon funktionieren. Wenn ihr den Tankdeckel mit zumachen wollt, dann müsst ihr natürlich dann von 17 in die 13 noch eine Diode schalten. Da habe ich aber ein extra Video mal hochgeladen. Wem das interessiert, dass jetzt unbedingt der Tankdeckel mit zugehen sollte, der kann sich das Video mal anschauen. Ich kann aber euch gleich sagen, ihr könnt es auch nur getrost so machen, Pin 17 anschließen, weil die auf die 13 noch mit einer Diode zu gehen, das habe ich bei einem Kollegen so verbaut und da funktioniert es auf jeden Fall nicht. Da bleibt der Tankdeckel trotzdem offen. Ja, ich hoffe, das Video war jetzt ein bisschen aufklärreich, weil ich jetzt auch schon viele, viele Videos hier eigentlich über die ZV gemacht habe. Das ist jetzt nochmal ein Aufklärungsvideo darüber. Insbesondere nur über diese ZV. Normalerweise sind alle ZV-Farben von solchen Modulen gleich aufgebaut. Wer da trotzdem noch Probleme hat, ich werde, ja, vielleicht kommt mal die Gelegenheit, dass ich mal wieder in irgendeinen BMW ein ZV-Modul einbaue. Dann kann ich das am Objekt mal live abfilmen und euch dann übermitteln. Und in dem Sinn, jo, ich sag wieder Servus, bis die Tage, Leute.